Detective. Bin ich der Einzige, der es irgendwie ironisch findet, dass der Teufel Interesse an so einem engelhaften Ort haben sollte? Naja, das ist vielleicht nicht die richtige Zeit, um hier zu philosophieren. Wir müssen untersuchen. Wir sind ja schon fast da. Felix? Wo ist der Detective jetzt hin? Bestimmt in der Stadt. Da ist ein Menschenauflauf. Beruhige dich mal. Ja, beruhig dich einfach. Okay? Ich nehme jetzt eure Aussagen auf. Was geht nur in dieser Stadt vor sich, dass die Leute so aufregt? Discord, kannst du mal losgehen und schauen, was da los ist? Ich muss erstmal ein paar Leute beruhigen. Okay. Sollen wir zur Bürgermeisterin gehen oder was? Oder einfach weiter in die Stadt? Das Beruhigen. Oh, wir müssen jetzt bestimmt... Meinst du irgendein Pokémon bringen, was einschläfern kann oder irgend so ein Zeug? Aromatherapie oder so ein Gedönse? Ich habe versucht, Monster zu besiegen, aber sie waren zu stark. Ich würde lieber wegrennen. Oh, warte mal. Ich habe meine Pokémon vergessen. Oh, fuck. Bitte rette meine Tochter. Vor einer Weile ist ein merkwürdiger alter Mann zu mir gekommen. Oder, na, curious. Ein Interessierter? Ich sage jetzt einfach mal, merkwürdiger alter Mann zu mir gekommen. Und hat mir Reichtum im Austausch für das, was hinter meinem Haus war, angeboten oder versprochen. Nur leider wusste ich nicht, dass das meine Tochter war, die da hinter dem Haus gespielt hat. Und schon gar nicht, dass dieser alte Mann der Teufel höchstpersönlich war. Bitte, rette meine Tochter. Ist das hier ein Garchomp? Es ist doch Drache und Boden. Milotic. Verschwinde! Einmal bitte nass machen. Outrage. What the fuck? Ist Boden nicht schwach gegen Wasser? Ist Boden nicht schwach gegen Wasser? Bin ich jetzt völlig plemplem? Wasser gegen Boden. Wo ist Boden? Aber Eis ist doch neutral gegen Boden. Eis. Oh. Okay, gut, wäre vierfach Schwäche gewesen, hast du recht. Aber warum hattest du wenig Schaden gemacht? Ich dachte jetzt, Boden wäre neutral und deshalb wäre es bloß zweifach Schwäche und kein Step, weil da ist ja bloß Wassertyp. Deshalb habe ich mich entschieden für Wasser mit Step. Aber du hast recht, es wäre vierfach gewesen. Kann mir mal jemand erklären, warum das so wenig Schaden gemacht hat? Was ist da los? Alter. Ich hätte Konter machen sollen, aber ich war mir nicht ganz sicher, was es zum Angreifen benutzen wird. Oh, es ist einfach verschwunden. Ja, wo ist das Pokémon Center? Ich muss mir erstmal heilen gehen. Pokémon Center, wo bist du? Ne?
Hat diese Stadt kein Pokémon-Center? Oder ist es weiter da oben? Oh, fuck. Ich muss erstmal durch die Gegner durchkommen, hä? Ja, elegant. Revive. Viva la Mexico. So, da vorne ist ein Gengar. Ob da unser Absol durchkommt? Gucken wir mal. Du hast hier nichts zu suchen. Oh ja, ich finde das voll geil, das Event Gengar. Das hat Style. Night Slash. Oh nein! Hat einen Focus Blast. Oh, und das Problem ist Donphan. Donphan kann gegen Gengar nicht regeln. Oh fuck. Es ist Geist und Gift, ne? Ich kann es also auch nicht vergiften und outstallen. Mein Infern-Ape wird One-Shot sein. Scizor wird One-Shot sein. Donphan kann nicht kontern. Gengar wird One-Shot sein. Und ich gehe mal stark davon aus, er ist schneller als alle meine Pokémon. Ja, Earthquake würde treffen, aber wird es ausreichen? Vielleicht mit einem Eisschart hinterher. Na gut, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Earthquake plus Eisschart. Okay. Donphan regelt. Oh, es ist einfach verschwunden. Revive. Jetzt mal diese Location hier endlich mal registrieren. Oh nein, da war noch ein Gegner. Ich wollte zu dem Sailor Mirko gehen und diese Fast Travel Location registrieren. Weevil. Unlicht und Eis. Wäre jetzt Kampf ziemlich cool. Oder zumindest Fee gegen Unlicht. Ja, zumindest Fee. Aber wahrscheinlich wird er schneller sein und one-shotten. Ist das Problem. Logisch. Aber ist okay, wir können mit Don fahren. Counter machen. Würde ich mal sagen. Einmal Counter. Oh Gott. Hat ja gar nicht viel gemacht, aber... Naja, gut, dann machen wir einfach noch einen Earthquake hinterher, oder? Ja. Hat erstaunlich wenig abgezogen, der Low-Kick. Hätte jetzt mehr erwartet. Danke fürs Registrieren. Ah, Choice Items, das könnte sein. Ja. Was? Ich bin für dich gekommen. Oder ich bin gekommen, um dich abzuholen, junge Lady. Ach, hast du deshalb... Hast du deshalb wegen Tyranitar nachgefragt? Ob ich Tyranitar mag? Also ich sehe da oben schon so ein kleines Stückchen von dem Teufel. Und ich habe da so die Vermutung, dass das eventuell ein Halloween-Despotar ist. Tritt mir bei. Oder komm mit mir mit. Oder alles hier wird verschwinden. Verschwende nicht meine Zeit.
Ich kann nicht an einem heiligen Platz wie diesen für allzu lange bleiben. Danach wirst du es vielleicht nicht mehr mögen. Fuck. Ich habe das Gefühl, das wird sich heute noch ein bisschen in die Länge herziehen. Vielleicht sollten wir das Monster mit einer Attacke verwirren, bevor wir das Mädchen in einen der Bäume verstecken. Brauchen wir jetzt ein Monster mit Confuse Ray? Willst du mir jetzt sagen, wir können das jetzt nicht machen? Keine Zeit zu verlieren. Versuche etwas, um das Monster zu verwirren. Und dann verstecke das Mädchen schnell in einem der Bäume. Lass mich doch bitte erstmal ins Pokémon Center. Oh nein, ich sehe das schon kommen, dass wir jetzt irgendeinen Confuse Ray oder sowas brauchen. Können wir nicht einfach angreifen? Was machst du hier, junger Mann? Bist du hergekommen, um das kleine Mädchen, das junge Mädchen zu retten? Hahaha. Und wie hast du vor, das anzustellen? Ja, jetzt brauchen wir so einen Move. Confuse irgendwas. Ah. Fuck. Denkst du wirklich, du könntest mich mit so einem lahmen Move treffen? Verschwinde. Möchtest du es nochmal versuchen? Ja. Okay, wir müssen jetzt wirklich irgendwas mit Confuse Ray rausholen. Was für Pokémon haben denn so einen Move überhaupt? Confuse Ray. Sowas wie ein Lapras vielleicht? Hab ich keins. Confuse Ray. Muss das High Level sein? Nee, ne, oder? Confuse Ray kann man auch Gengar, glaube ich, beibringen. Theoretisch. Ich überlege, was hat denn schon von sich aus Confuse Ray? Zubat. Gut, dass ich so viele Zubats habe. Vielleicht habe ich ja einen Golbat oder einen X-Bat oder sowas. Golbat. Crobat wäre eine Option. Ja, ist ja X-Bat. Crobat, habe ich keins. Also Golbat, könnte man es da beim Move Relearner vielleicht holen? Oder müssten wir jetzt schnell irgendwo ein Zubat fangen gehen? Xatu wäre natürlich auch eine Option, ja. Xatu. Tatsache. Dankeschön. Farm dir schnell ein neues. Na gut, also jetzt ein Zubat Farm oder sowas wäre jetzt echt kein Problem. aber da reagiere ich allergisch drauf, wenn Leute schreien, fahren wir schnell ein Eis. Okay, okay. Ganz ruhig. Das Monster ist verwirrt. Nutze das aus, um das Mädchen hinter einen dieser Bäume zu verstecken. Ich aggressiv? Nein. Ach. Das junge Mädchen scheint dir zitternd zu folgen. Kommst du oder nicht? Ah, oh, nee, so ein Mist hier, ja. Ich, okay. Herrlich, wie ich das immer geliebt habe.
Kannst du jetzt dahinter gehen oder so? Geht das nicht? Oh Gott. Bist du blöd dafür? Moment, dann machen wir das anders. Dann komm mal hierher. Ja. Der Teufel ist nicht weiter verwirrt. Er ist nicht mehr verwirrt. Aha, wir haben den Teufel ausgetrickst. Nein, nicht dahin gehen. Lilith, deinetwegen hat er sie gefunden. Ich hab da so die Vermutung, dass man den vielleicht da oben verstecken muss. Beeile dich, das Monster wird nicht ewig verwirrt bleiben. Dann folge mir doch. No time to lose? Hä? Aber... ich will sie da oben verstecken. Nicht hier. Aber der hat doch alle drei durchsucht. Na? Der ist die drei alle abgegangen. Deshalb will ich sie jetzt da oben verstecken. Oder soll ich sie vielleicht hier in dem verstecken? Bin mir gerade nicht ganz sicher, was das soll. Wie kriege ich sie denn hier um die Ecke? Gar nicht. Gar nicht. Das heißt, ich muss sie hier unten lang transportieren. Ja. In dem jetzt? Aber die kommt gar nicht ran, ne? Merke ich gerade. Schritt nach oben. Jetzt? Ja, in dem bitte. Jetzt sucht er den großen. Sucht da rechts. Wenn der jetzt nach unten geht, werde ich sauer. Nein, nicht runtergehen! Bleib da oben. Nein! Warum macht er das? Warum geht er nach unten? Warum geht er nach unten? Ich weiß schon, warum du gesagt hast, dass ich ihn bald nicht mehr mag. Die Frage ist ja, ist das zufällig oder findet er sie trotzdem aus irgendeinem Grund immer?
sucht immer als letztes in dem Baum, den man genommen hat. Es geht da runter, das ist ja schon mal gut, ne? Das heißt, er sucht da, da und dann da und dann haben wir vielleicht Glück. Das ist doch schon mal gut. Er sucht an einer völlig anderen Ecke. Nein, nicht in die Richtung. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Das heißt ja eigentlich nur, dass wir immer wieder das Gleiche wiederholen müssen. Und irgendwann sucht er dort nicht, wenn es wirklich random ist. Also immer wieder in den gleichen Baum und dann beten. Wieder in die gleiche Richtung wie das letzte Mal. Das sieht mir ehrlich gesagt nicht random aus. Das sieht so aus, als würde der immer die gleichen Wege ablaufen, wenn du einen bestimmten Baum genommen hast. Quasi, weißt du, was ich meine? Immer wenn du den linken Baum nimmst, läuft er diese Route ab. Immer wenn du den oberen Baum nimmst, läuft er eine andere Route ab. Und so weiter. Und immer als letztes findet er sie. Sehr suspekt, finde ich. Am Ende gibt es vielleicht irgendeinen geheimen Trick oder so. Dass man was ganz Bestimmtes noch machen muss. Jetzt sucht er den ab, dann den und dann geht er da runter. Als drittes macht er den, wo die drinne ist. Wollen wir wetten? Oh, warte mal. Warte mal. Haben wir Glück? Der grüne Baum war es also. Der grüne Baum war es. Du hast Glück, dass ich nicht länger bleiben kann. Aber ich komme eines Tages für dich wieder. Es scheint so, als wäre das junge Mädchen nun in Sicherheit. Ich dachte... Ich dachte, ich hätte da gerade ein... schreckliches Wesen gesehen, wie es in die Dunkelheit verschwunden ist. Aber was war das? Schreckenerfüllende Wesen, zerstörte Dörfer, verschwindende Leute. All das erinnert mich sehr stark an die Geschichten, die meine Mutter mir erzählt hat, als sie noch ein Kind war. Da gab es diese furchteinflößende Geschichte des sich rächenden Baumes. Haben wir gemacht, ne? Und der vermissten Kinder. Dann die Geschichte von einem Monster, das in einem Sumpf gelebt hat, wo es bei Dunkelheitsanbruch die Stadt oder das Dorf angegriffen hat. Und dann der Teufel, der Interesse an einem jungen Mädchen hat. Scheint alles irgendwie zu passen, aber dann... Beeilung durchs Kopf! Wir müssen sofort nach Sweetland gehen. Ohne weitere Verzögerung. Etwas sagt mir, dass wir dort das Ende der Geschichte finden werden. Ja! Hol dir schon mal ein Ibo, jetzt gibt's Kopfschmerzen. Oh mein Gott. Nein, es wird immer schlimmer. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich freue mich ja, wenn mir der Chat so viel Mut zuspricht. Fuck. Gengar hatten wir hier, oder? Da freut man sich direkt.
Also, auf nach Sweetland.